Frohes Neues! Ich bin Thomas und ihr seht die Blumentech News für Januar 2021. Das Jahr, in dem alles nur besser werden kann. Es ist zwar immer noch Lockdown, aber der Versand läuft wie gewohnt. Auch DHL und DPD kommen gerade so hinterher. Wenn ihr etwas abholen wollt, beachtet bitte die aktuelle Verordnung. Diese sagt, dass der Vertrag fernmündlich zustande kommen muss. Also vorher anonym im Webshop bestellen und als Versandart zum Abholen anklicken. Im Chat oder am Telefon beraten wir euch gerne, aber die Bestellung bitte trotzdem im Webshop abgeben. Dann könnt ihr gleichzeitig sehen, was da ist und was nicht da ist und es vermeidet Fehler. Bezahlen könnt ihr vorab per Banküberweisung oder barzahlen.de oder vor Ort in Cash. Mit PayPal können wir keine Zahlung zum Abholen akzeptieren. Nehmt die Bestellung und etwas Zeit mit. Wir sammeln eure Sachen erst, wenn ihr vor Ort seid. Noch ein Satz zu barzahlen.de, das ist sozusagen die neue Nachnahme. Nach der Bestellung, die pro 24 Stunden nur 1000 Euro betragen darf, bekommt ihr einen Zahlschein per E-Mail oder SMS. Damit könnt ihr zu den Partnerfilialen, zum Beispiel Penny, Rewe, Telekom und viele andere, dort den Zahlschein scheiden und ihr kriegt den Betrag genannt, bezahlt ihn da. Wir kriegen eine Nachricht, dass bezahlt wurde und die Bestellung geht unbedingt raus oder ihr könnt sie abholen. Barzahlen.de ist eine sehr anonyme Zahlungsart, wenn die E-Mail-Adresse nicht zu verfolgen ist und ihr bei der Zahlstelle eine Kopfbedeckung habt oder halt eine Maske. Kommen wir zu den neuen Produkten. BioHealth WSG. Das bezahlbare Wunderpulver. Warum Wunderpulver? Weil es eine Rundumergänzung zur Bodenaufwertung zu vielen Düngelinien bildet. Es enthält Eigenextrakt, Trichoderma hartium, Bacillus subtilis, Humin und Fulvirensäuren. Und warum bezahlbar? Weil das Kilo 28 Euro kostet, es für 10.000 Liter Substrat reicht, das macht pro 11 Liter Topf 3 bis 16 Cent. Und was bringt es? Könnte ich euch lange einen von erzählen, ihr könnt es aber auch gerne googeln oder ihr probiert es aus, indem ihr dieses 5 Gramm Probepäckchen umsonst mit jeder Bestellung mitbestellen könnt. Allerdings nur ein Päckchen pro Person. Scherzbolle, die 10.000 bestellen, kriegen gar nichts. So, für die Einsteiger unter euch haben wir ein spezielles Lockdown, wie haben wir es genannt? Besonders günstig und hart rabattiertes Lockdown-Stay-at-Home-Einsteiger-Set geschnürt. Es kostet je nachdem, was lieferbar ist, um die 450 Euro und beinhaltet restlos alles, was ihr braucht. Ihr könnt euch also den Baumarkt danach sparen. Es beinhaltet also ein lichtdichtes, stabiles Zelt, eine relativ leise Lüftung mit Aktivkohlefilter, damit nichts riecht, eine sehr effiziente LED als Bausatz mit Anleitung, mit einem Allround-Lichtspektrum für Samen bis Blüte und mit Zeitschaltuhr, Töpfe, Erde und Biodünger, mit dem nichts schief gehen kann. Ein paar Utensilien für die Anzucht der Samen, die ausdrücklich nicht dabei sind, legen wir auch noch rein. Und on top ein kleines Buch von Cervantes, damit ihr ans Ziel kommt. Kommen wir zu ein paar Produktumstellungen. Das Root-Thermostat ist längere Zeit nicht lieferbar. Stattdessen haben wir von BioGreen das Thermo 2 aufgenommen. Es ist ein bisschen teurer, aber besser als nichts. Dafür kann es auch bis 3000 Watt schalten. Der neue Standarddimmer von Blomstar hat statt einem 2 Meter langen Kabel einen Klemmblock, um ihn direkt ans Netzteilkabel anzuschließen. Wir haben noch ein paar mit Kabel, lassen auch wieder welche produzieren. Schreibt mal unten in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ich habe jetzt schon mehrere Meinungen gehört. Wir sind noch nicht sicher, ob wir uns für das reine neue Modell entscheiden oder eventuell beide weiterführen. Auch von Blomstar, umsonst im Shop mitbestellen, der Wandkalender. Heller wird's nicht. Wo wir bei Kalendern sind, von Canna der neue Kalender, wird nicht im Shop bestellbar sein, aber für alle, die dieses Video gucken, wenn ihr im Bemerkungsfeld am Ende der Bestellung sagt, ihr wollt einen Canna-Kalender haben, legen wir einen gratis dazu. Vor Ort gerne auch danach fragen. Und nochmal zu den Blomstar Boards. Neue Habibi Boards wird es Anfang Februar geben. 75 statt 60 Watt, dimmbares XLG statt PLC Netzteil. Ansonsten größer, dicker, besser und ein bisschen teurer. Es wird aber noch 50 alte Habibis mit 5000 Kelvin geben. Die erwarten wir diese Woche. Die Flat- und Redboards wird es weiterhin geben, aber ab März kommt nach und nach die nächste Generation der Blomstar Boards. Gesammelte Erfahrungen und Wünsche von über 2 Jahren flossen in die Entwicklung der rundum verbesserten Boards. Dazu kam die genialen Idee von Cresigns aus Süddeutschland und das Ergebnis sind die neuen Babo Boards.
Quadratische Boards mit 320 sternförmig angeordneten LEDs mit so vielen Detailverbesserungen, dass es den Rahmen der News jetzt sprengen würde. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommentiert fleißig, abonniert den Kanal, damit ihr die Februar-News nicht verpasst.